Servus Lauffreunde, Andi Falter ist hier und ich melde mich heute mit dem Tipp des Profi an euch und wollte euch so ein paar Tipps bzw. Einblicke von mir selber mitgeben, wie das mit den Untergründen ausschaut, auf denen ich eigentlich laufe bzw. eben wie sind meine Laufstrecken gestaltet, gerade für ruhige Läufe und für Dauerläufe. Bei mir kommen dann in den Grundlagen- und Ausdauerphasen doch mal 150 Kilometer und mehr in der Woche zusammen. Und eigentlich aber unabhängig von den Kilometern schaue ich immer sehr, dass ich gerade bei ruhigen Läufen, bei Dauerläufen, wo es jetzt nicht primär ums Tempo geht, eine bestimmte Zeit zu erfüllen, da schaue ich eben, dass ich eher auf weicheren Untergrund unterwegs bin. Das heißt, ob das jetzt dann ein bisschen Schotterboden ist, ob das Waldboden ist, ob das Wiesenboden ist. Einfach, dass man auch ein bisschen abseits das vom Asphalt mal zum Laufen kommt. Es ist halt schon so, man ist oft viel auf Asphalt unterwegs und man macht logischerweise auch die Schnelleinheiten auf Asphalt. Das macht natürlich auch Sinn, weil es ganz einfach besser zu laufen ist und weil man natürlich dann, wenn man noch jemand ist, der Wettkämpfe läuft, im Normalfall die Wettkämpfe dann auch auf Asphaltboden stattfinden. Aber es ist schon so, dass ich euch mitgeben würde das Tipp, dass ihr einfach schaut, okay, wenn ich jetzt wirklich nur einen Dauerlauf habe und ich gehe eine Stunde laufen, Hausnummer jetzt zum Beispiel, dass ich mir vielleicht eine Strecke suche oder Wege suche, wo ich nicht nur auf Asphalt bin, dass ich eben ein bisschen mal auf Schotterweg laufen kann. Und auch wenn es natürlich nicht immer so leicht ist, gerade in Wien selber, also ich denke jetzt an den Klassiker wahrscheinlich, weil das viele von euch auch kennen, auf der Prater Hauptallee, einfach nur gerade hin und her auf dem Asphalt ist wahrscheinlich nicht so spannend, aber es gibt dort sowieso und eigentlich fast bei allen Wegen meistens irgendwie die Optionen, dass es vielleicht einen Nebenweg gibt, was jetzt zum Beispiel auf der Hauptallee der Fall wäre, wo man dann zumindest auf einen Schotterboden laufen kann. Ja, oft gibt es daneben dann noch in der Wiese oder sonst irgendwie im Gelände was. Oder zumindest, was auch bei mir teilweise der Fall ist, dass man einfach am Parkett neben der Asphaltstraße läuft. Sollte natürlich dann nicht zu schräg sein, aber meistens gibt es irgendwelche Möglichkeiten und versucht es halt da einfach zu schauen, wo kann ich vielleicht für meine längeren und ruhigeren Läufe Wege finden, wo ich nicht nur die ganze Zeit auf dem harten Asphaltboden unterwegs bin. Das muss jetzt keine extremen Ausmaße annehmen, also soll jetzt kein oder braucht kein Traillauf werden, sondern einfach, dass man seinen Füßen oder beziehungsweise beim Laufen einfach ein bisschen Abwechslung noch drin hat und natürlich im Optimalfall ein bisschen weniger Belastung auf die Gelenke oder auf den Bewegungsapparat allgemein hat, was man natürlich gerade, wenn man längere Läufe macht oder viele Kilometer macht, sehr wichtig sein kann. Und keine Angst, ihr müsst jetzt nicht per se da Spezialschuhe haben, wenn man einfach nur im Bankett läuft statt auf der Straße oder am Nebenweg, am Schotterweg, braucht man jetzt keine Spezialschuhe oder so, sondern da könnt ihr eure normalen Straßenlaufschuhe im Normalfall verwenden. Solltet ihr irgendwelche speziellen Fragen haben oder solltet ihr dann wirklich einmal ins richtige Gelände, nenne ich es, gehen, wo man dann vielleicht Trailschuhe braucht, könnt ihr natürlich gern bei uns im Shop nachfragen. Die Mitarbeiter, die helfen euch da gern. Was läuft so für einen Untergrund, was für eine Art von Schuh ist geeignet? Aber wie gesagt, im Normalfall, wenn man jetzt einfach von der Asphaltstraße auf den Nebenweg wechselt, wo ein bisschen ein Schotterweg ist, geht das im Normalfall mit den Straßenschuhen gut. Und ja, ihr habt so ein bisschen Abwechslung im Training und schont eben gleichzeitig hoffentlich ein bisschen euren Bewegungsapparat. Das war mein Tipp des Profi. Ich wünsche euch ein gutes Training und bis zum nächsten Mal.